Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Vanishing of Ethan Carter. Ja, in der letzten Folge hatten wir jetzt hier ein kleines Häuschen, was ein bisschen verhext war, sag ich mal. Durch Ethan, würde ich sagen, der ja sich die ganzen Geschichten, die ganzen Sachen ausgedacht hat. Denn hier sollte eigentlich ein Zauberer wohnen. Und in Wirklichkeit war es eine Schwarzbrennerei. Und jetzt können wir wieder nach draußen gehen. Weil das war so eine geheime Kammer hier. Ah ja. Jetzt haben wir das Haus komplett freigeschaltet. So wie es eigentlich auch sein sollte. Ja, jetzt können wir auch nach draußen gucken. Schönes Ding, schönes Ding. Hier auf dem Balkon mal eben schön. Ach, schon nice, ne? Stell mal vor, jetzt hier. Okay, jetzt ist ein bisschen klein der. Und hier will ich jetzt vielleicht nicht unbedingt stehen. Aber wenn der ein bisschen größer wäre, hier ein Tisch. Und dann schön frühstücken hier. Oh, hätte ich jetzt Bock, ne? Hätte ich jetzt echt Bock. Aber jetzt ist es, irgendwie ist es jetzt ganz, ganz komisch aufgebaut. Also nicht so, wie wir das hatten. Also zumindest sagt mir die Treppe hier gar nichts. Aber überhaupt gar nichts. Guck mal die Treppe hier an. Eine ganz andere Treppe. Wie war das? Wo nichts ist? Und hier war das? Da ist auch nichts? Okay, gut, wunderbar. Schönes Ding. Hauptsache, das hat nicht jetzt hier das Haus. Das wäre belastend. Was haben wir denn da für ein Apparillo? Das gucken wir uns noch näher an. Oder komme ich da überhaupt hin? Ja, sicher, guck mal. Keine Ahnung, welchen Weg ich jetzt nehmen muss. Ich gehe einfach jetzt mal. Holen wir uns hier mal den Kran oder den Aufzug, ne? Ist ein Aufzug, ist ein Aufzug. Ah ja. Ein Aufzug. Ruf mal den Aufzug. Sag mal, wir wollen runter. Der hat gar keinen Knopf. Doch, da. Der nicht funktioniert. Schade. Na gut, springen können wir auch nicht. Wir können nur noch mal genießen. Die schöne Aussicht. Sonnenschein. Schöne Häuschen. Gehen wir hoffentlich auch noch hin. Oder kann ich sogar... Nee, doch nicht. Nee, nee, das ist zu hoch. Es geht nicht. So, zu dem einen Haus da auf dem Hang komme ich auf jeden Fall doch auch. Okay. Ich dachte eigentlich nicht, aber nein, ich komme dahin. Und da kann ich auch reingehen. Oh, bitte, aber kein so ein Rätsel wieder. Das war echt unangenehm. Das ist jetzt das gleiche. Ja, die Musik. Das ist ein Foto, ist das. Okay, wir haben Ethan, wir haben den Opa, wir haben den einen Typen, der umgebracht worden ist. Eine Frau, noch ein Typ und noch ein Typ. One. Steht da One oder steht da Or? On the day the people was taken. Of the day. Dad was sad. Mom was mad. Travis was loud. Gramp was quiet. Uncle Chad was mean. Also wir haben den Travis. Ich weiß nicht, wer Travis ist. Ist das der Bruder, sein Bruder? Wir haben den Opa, wir haben die Mutter und wir haben den Onkel noch. Also wird der mit der Glatze der Onkel sein? Der mit der coolen Frisur neben dem Onkel ist der Vater, dann kommt die Mutter, dann kommt Travis und dann der Opa und Ethan. Ob das ein Hinweis ist? Chad war gemein, Papa war traurig, Mama wütend, Travis war laut, Opa war ruhig. Habe ich gleich eh wieder vergessen. Also kein Stress, kein Thema. Aber das ist jetzt das Haus, wo wir nämlich eigentlich waren. Merkwürdig. What did you do? What did you wake up? Nothing. I found a room. I walked into it. That's it. Und mehr kommt nicht. Huch.
can feel it, right? Mhm. Something. Ethan disturbed the sleeper. He must be punished. Ja, meine ich doch. Wer ihn stört, der wird bestraft. Und zwar mit dem Tode. Da kenne ich gar nichts drin. Maximale Verwirrung jetzt hier überhaupt. Ganz, ganz komisch. Pop, they're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know. Is if it's real or not. Nur auch die Zeichen. Ach, hätte ich erst in das Haus gehen müssen, um das Rätsel zu lösen? Vielleicht? Nee, ne? You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. You're crazy. You've all gone crazy. Ey, da war ich schon. Da bin ich gerade rausgekommen, aber... Ah ne, das sah so aus, wenn da ein Zettel liegt. So, jetzt geht's aber auf den Dachboden. Auf dem Dachboden passieren immer die besten Sachen. Da komme ich aber nicht entlang. It's not my fault. I didn't mean for any of this to happen. Also irgendwie kriegen wir ja Ethans Vergangenheit mit. Huch. Was hat denn? Was machst du da? Oder aber es ist immer noch die Verbindung von Ethan hier. Aber irgendwie kann ich ja sonst hier nichts machen, ne? Ich habe hier nur das Bild mit Dad war traurig und so. Und das war's dann aber auch schon. Mehr ist ja hier nicht. Haben wir hier nichts mehr? Hier war auch nichts mehr. Dann kann ich rausgehen. Hoffe ich. So, hier die Wasserpumpe. Die ist wichtig. So, das war jetzt auf jeden Fall doch das Haus am Hang. Oh, Mann. Oh. Haben wir hier noch so ein kleines Ding? Kann ich aber nichts mitmachen. Gut, gehen wir mal weiter. Da werde ich auch nicht rein können. Aber da hinten ist nämlich schon mal der Tunnel. Vielleicht komme ich ja jetzt von hier schon. Ne, von hier geht es auf jeden Fall nicht. Dachte, vielleicht komme ich da schon von zu dem Haus, dem großen. Oder es geht wirklich hier weiter. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich durch den Tunnel kann. Oh oh. Die ganze Atmosphäre mal eben geändert hier. Holy shit. I've stepped through too many portals, been present in too many worlds simultaneously. Bits and pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return, I bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things. Memories without homes. Ja, das meinte ich, die in so ein, wie nennt man das nochmal, in so ein Time Loop gefangen sind oder nicht. Immer wieder die gleichen Sachen abspielen. So etwas erlebt er dann wahrscheinlich. Jetzt haben wir hier einen Weg, dann haben wir da noch einen Weg. Die Wege überfordern mich. Absolut. Absolute Überforderung hier. Viel zu viele Möglichkeiten. Guck mal jetzt hier auch wieder. Oder bin ich jetzt gerade an so einem Weg jetzt... Nee, doch nicht. Ich dachte, ich wäre jetzt gefangen. So ein Loop. Aber Gott sei Dank doch nicht. So, hier geht es schon mal nicht weiter. Hier ist ein Tunnel. Da brauche ich einen Schlüssel. Wenn das... Doch, das ist möglich. Das ist auf jeden Fall möglich. Das heißt, ich muss einen Schlüssel finden. Einen Schlüssel, bitte. Jetzt gucke ich mir noch mal die Wege an, wo die hinführen. Hier gab es mal einen Erdrutsch oder sowas. Oder vielleicht sogar auch mal Wasser.
Holy shit. Ich weiß gar nichts mehr. Wie weit geht das denn? Wo führt er mich denn hin? What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Jetzt komme ich zu einem ganz anderen Haus. Ist das dieses Travis Haus? Ist es nicht Travis Haus? Vergesst nicht, das Haus heißt. Das gibt's doch nicht. Ich bin so maximal verwirrt jetzt gerade. Wenn ich die ganzen möglichen Wege hier durcheinander bringe. Weil ich auch nichts verpassen möchte. Wie würde ich denn normalerweise gehen? Ich würde normalerweise, wäre ich gar nicht hier. Ja, schon mal. Das muss schon mal klar sein. Nein, ich würde natürlich den Weg hier weiter latschen. Immer weiter und weiter. Und dann würde ich eine Abkürzung nehmen, weil ich da ein Haus sehe. Aber es geht nicht. Ach, wenn nicht, hier gibt es auch nur noch... Nee, es sah gerade so aus, wenn es da auch noch eine Möglichkeit gibt nach oben. Aha, wir sind am Haus angekommen. Da kommen wir schon mal nicht rein. Oh, das ist ein... Ist soll eine Kirche darstellen? Ja, sicher, dann. Dann soll es eine Kirche darstellen. Friedhof haben wir hier. Eine Kapelle und so. Heilige Musik. Ah, ja. Ja. Da war was. Zeichen eines Kampfes. Oh, ich muss hier was. Verschiedene Fußabdrücke. Keine Blutspur. Getötet? Opfer? Verwundet? Also, hier wurde jemand verwundet. Wir wissen jetzt noch nicht, wer, was, wo und warum. Wir wissen nur... Blut. Wir müssen weiter gucken. Nächste Rätsel. Wunderbar. Okay, hier haben wir so kleine Gruften. Mit nichts drin. Mörtel, Kelle. Ziegelhaufen. Arbeit fallen gelassen. Was? Mit und unterbrochen. Unterbrochene Arbeit. Blut. Venischer Stern. Hügel, Krähenfuß, Nero. Was will er denn jetzt? Todesrune, Hex. Ach so, er geht alle Möglichkeiten durch. Siegel. Irgendwie ein Siegel. Irgendetwas wollte man dort einschließen. Oh, das ist aber stockfinster. Ziehen? Nee, zieh mal. Griff, hier ist der Griff. Krähe, hier ist die Krähe. Was suchst du? Ach, wir suchen die Krähe. Die Krähe liegt an einem Grab. Und zwar da bei Jesus. Okay, einen Moment, ich bin gleich wieder da. Ja, ich bin gleich wieder... Ich habe auch nochmal eine Blutspur. Nee, doch nicht. Ich bin gleich da. Ich hole mal eben die Krähe. Blutfleck. Also. Die Krähe. Müsste ja hier sein. Ah, vielleicht ein bisschen näher. Ja. Ein wenig näher. Da haben wir sie. Zack, eingesteckt. Weiter geht's. Das Siegel wird gebrochen. Wir gehen rein.
Pinsel, Eimer, Krähenkadaver, Blut als Farbe, Ritual, Krähen getötet, aufgeschnitten mit Messer, Skalpell, Rasierer. Hm? Jetzt hat er ihn selbst kaputt gemacht. Ja, doch, irgendwo da, ne? Ja, ich erkenne gar nichts. Es liegt eine Leiche dort. Das erkenne ich. An der Krähe direkt. Ah ja, okay. Also direkt quasi hier. Da liegt die. Aber ich wollte Licht machen. Geht es? Zieh. Ah, Licht an. Ah ja, klar, natürlich. Magic. Hier haben wir auch nochmal das Siegel. Und hier haben wir Fred. Nee, das ist Chad. Passt. Das ist Chad, der Onkel. Der Onkel wurde mit einem Krähenmesser eliminiert. Mhm. Schönes Ding, ne? Also ein Dolch. Schönes Ding. Nehme ich mit. Dankeschön, Chad. Todesursache. Brustwunde, kein Blut, postmortal. Schnitt im Gesicht, seicht, geringe Blutung. Blutstreifen, Rückenwunde. Ein Angreifer? Mehrere Angreifer? Berühren. Aha, da muss ich dann wieder was auslösen nach der Reihe. Aber ich weiß noch gar nicht, ob ich alles schon habe. Wahrscheinlich nicht, weil ich das Messer noch habe. Das heißt, das muss auch noch irgendwo aktiviert werden. Reingepackt werden. Reingesteckt werden. Hier haben wir noch was zum Untersuchen. Verbrannte Streichhölzer. Ölkanne. Verschüttetes Öl. Runder Fleck. Öllampe, ja. Öllampe, die ist hier. Hier. Hier ist die Öllampe. Aber was sucht er jetzt wieder? Die Kapelle willst du haben? Dort ist die Lampe. Okay, an einer Bank. Wir gehen rein, wir gehen gucken. Ob er uns nicht angelogen hat. Ach, ich muss... Ich dachte, das wäre alleinstehend. Ist es aber gar nicht. Nee, ist es nicht. Komme ich überhaupt rein? Oh, scheiße, ja. Oh, und es ist stockfinster. Oh, nee. Okay, hier haben wir schon mal keine Bänke. Also ist es hier schon mal nicht. Oh, nee, das ist stockfinster. Ich sehe gar nichts. Ist das normal? Wie komme ich... Wie Aha. Die nehme ich mit, warum auch immer, aber die nehme ich mit. So, und dann gehe ich auch nochmal nach oben. Geht nicht, schade. Ärgerlich. Jetzt ist natürlich die Frage, was habe ich übersehen? Ich muss die Lampe auf jeden Fall da platzieren, das ist klar. Aber irgendetwas, da fehlt ja noch was. Irgendwie erschließe ich das mir noch nicht ganz. Was hier Phase ist. Chat wurde eliminiert. Ey. Also Chat war da vorne auf jeden Fall am Arbeiten. Okay, die Öllampe ist platziert. Ich muss den Dolch noch platzieren. Aha. Der Dolch ist auch platziert. Ja gut, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das jetzt auslösen kann, ob das schon reicht. Da ist auch noch was ziehen. Dann kann ich das Feuer wieder löschen, glaube ich. Das reicht sogar schon. Wunderbar. Er fürchtet sich. Oh, das wird schwierig werden, glaube ich. Weil ich weiß halt nicht, worauf es hinausläuft. Jetzt haben wir hier noch etwas. Die beiden
scheinen ein Duell zu haben. Der Vater ist traurig, die Mutter ist wütend. Chat nervt. Das ist Travis. Travis fliegt oder was macht Travis? Nee, doch nicht. Und die Mutter suchen etwas. Aber schleichen sich an. Die Mutter wird konfrontiert. Aber wo geht der Dulli hin? Das ist der Vater. Dann gehen wir nochmal weiter. Mal gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Weiß es nicht, wo die überall hingeflogen sind. Auf jeden Fall fehlt noch etwas. Aber ich weiß noch nicht, worauf die hinaus wollen. Bis wohin kann ich denn laufen? Bis wohin könnte denn die Möglichkeit... Oh, nein! Ich bin einfach rausgelaufen. Die Erinnerung ist flöten gegangen. Einfach weg.